Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Ja, heute quick and dirty. Ich brauche einen dritten Schlafplatz. Und das kann man ganz einfach realisieren, indem ich hier den Tisch absenke und die Matratzen oder hier die Sitzbezüge so lege, dass sie dann ein Bett ergeben. Total simpel. War bei uns im Wohnwagen auch so. Wir hatten bis letztes Jahr noch einen Wohnwagen, für alle die, die es noch nicht wussten. Ja, und jetzt ist es aber so, dass sich dieser Tisch nicht absenken lässt. Der ist starr. So, und das ist natürlich ein bisschen blöd. Und deswegen brauche ich einen neuen Tischfuß. Oder Tischgestell oder was weiß ich, wie die Dinge heißen. Und wo bekommt man die besten Informationen über Tischbeine, Möglichkeiten, Technik? Na klar, auf der Caravan-Messe bzw. auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, da waren wir natürlich auch. Und da haben wir uns ein paar Anregungen und Informationen besorgt. Ja, über die neueste Technik oder über überhaupt die Möglichkeiten, die ich habe, in einem Wohnmobil da einen Tisch abzusenken. Und da möchte ich mich auf jeden Fall bedanken an die beiden Jungs vom Ilse Technik Stand. Die produzieren ja hier die Tischbeine und da gab es jede Menge Informationen und die Möglichkeit auch Tischgestelle auszuprobieren, ja, wie vom Handling das alles so ist. Also an die beiden Jungs möchte ich mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken. War ein super Gespräch. Herzlichen Dank. Apropos Messe. Ein herzliches Dankeschön an alle die, die uns angesprochen haben, also Christine und mich, die uns kannten aus Videos oder ja, die uns Kommentare geschrieben haben. Sorry, wir hatten nicht so viel Zeit, aber dennoch hat es extrem viel Spaß gemacht, euch kennenzulernen, zu sehen, welche Gesichter hinter den Kommentaren stecken. Mega. Großen Dank. Wenn ihr uns irgendwann irgendwo seht, auf dem Stellplatz oder auf den Messen oder irgendwo, völlig wurscht, sprecht uns an. Jetzt aber Tisch bauen. Ne? Zurück zum Thema. Ja, Demontage ist denkbar einfach. Einfach die vier Schrauben lösen. Das sind so Schlossschrauben, zumindest hier bei uns im Euromobil. Das war es eigentlich schon. Wie gesagt, da sind hier solche Schlossschrauben drin. Und in dem doppelten Boden vom Eura sind dann entsprechende Gewindestücke drin. So sieht es da drunter aus. Kann man das sehen? Ja, da sind dann solche Gewindehülsen drin. Das ist einfach. Auch schön. So, wenn ich den Tisch jetzt schon mal abhabe, würde ich den ganz gerne mal wiegen wollen. Und dann wiege ich auch noch mal den neuen Tisch und guck mal, ob da Differenzen sind. Weil da auch eine andere Tischplatte dabei. Ja, 14 Kilo, das ist schon nicht wenig. Schauen wir mal, was der neue Tisch hat. Ja, der neue hat 17,6 Kilo, das heißt 3,6 Kilo schwerer.
Hätte ich jetzt nicht vermutet, aber gut, so ist es. Dafür kann ich daraus ein Bett bauen. So, an dieser Schraube, da wird praktisch der Drehmechanismus, das Drehmoment eingestellt. Ist aber ab Werk voreingestellt, das ist auch von hinten verschweißt und Schweißpunkt drauf. Da braucht er nichts machen, alles gut. An diesen vier Schrauben ist die Verdreheinheit, die zeige ich gleich nochmal von oben, festgeschraubt. Ja, und mehr ist es eigentlich schon nicht. Ja, ich ziehe die Schrauben ganz gerne immer noch mal mit der Hand nach. So weiß ich dann auch, dass sie wirklich fest sind und nicht überdreht sind. Jetzt müssen wir am Boden festschrauben mit den vier Schrauben und auf Funktion prüfen. Noch mal kurz zur Funktion, die ist nämlich ganz easy und auch, ja, kannte ich so noch nicht. Das ist so Liften. Am besten ich zeige es euch mal, weil von unten gibt es nur noch ein Hebel. Moment, dieser hier, und ich leuchte da mal so rein. Da ist er, seht ihr das? So, und somit ist die fest, die Platte. Drehen lässt sie sich aber immer noch relativ schwer. Wie gesagt, da ist ja ein Drehmoment eingestellt. Kannst du aber nicht einstellen. Ist, wird, ist. Ne? Muss ich ja wieder lösen. Dann kann ich ihn so schieben bis dahin. Ich kann ihn nach da einschieben, ich kann ihn nach da einschieben und ich kann ihn drehen oder so. Ja. Völlig supi. Und wenn er nach unten gehen soll, einmal liften und dann kann ich ihn runterdrücken. Dann bleibt er auch unten und wenn ich ihn wieder hoch zum Essen nehme, ganz hochziehen und einmal runterdrücken und dann ist er fest. Geile Technik. Dafür kann er aber nicht auf irgendeiner Höhenposition arretiert werden. Entweder ganz runter oder ganz oben. Gut, ich brauche ihn nur zum Bett machen und zum Essen. Also entweder ganz oben oder ganz unten. Ja. Jetzt zeige ich noch mal kurz, wie das Bett aussieht, wenn es gemacht ist. Also da zwei Kinder oder eine erwachsene Person. Also Notbett sollte das reichen. Also hier ist noch jede Menge Platz. Unten an den Füßen
Auch okay, das könnte ich auch noch wegnehmen. So, einmal kurz. Ich bin 1,78. Also 1,80, 1,85, 1,90 passt hier hin. Locker. So, ich kann jetzt hier auch noch ein bisschen auf die Spielwiese. Hier haben wir noch ein Kissen. So, machen wir uns mal ein bisschen gemütlich. Ja, ich habe das ja schon ein bisschen mehrfach gebraucht. Als Notbett. Und es hat mir ein bisschen gestört, dass ich das hier nicht umbauen konnte, so wie im Wohnwagen. Aber jetzt bin ich glücklich. Das funktioniert supi. Und ich habe immer noch einen Platz in Reserve. Somit können jetzt 4 Menschen damit fahren. Also 4 Gurte haben wir. 4 eingetragene Sitzplätze. Und 3 können jetzt hier drin schlafen. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war eine kleine Anregung für euch dabei. Wenn ja, Daumen nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Ansonsten bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.